Jo Leute, was geht? Ihr sahen die Soßkinder. Manacke. Da war Pizza, Manacke. Nee. Auf jeden Fall, wie ihr hier seht, stehe ich gerade vor dem. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gesehen habt. Vor einem Jahr ungefähr. Nicht vor einem Jahr. Sondern ungefähr vor, ich habe schon seit 2 Monaten das iPhone XR, seit 2 Monaten, müsste Ding sein, vor zweieinhalb Monaten, habe ich an dieser Stelle hier, habe ich hier ein Video hochgeladen, weil hier ein Tor aus meiner Kindheit abgerissen wurde. Und viele werden sich denken, wo, warum aus meiner Kindheit? Ja, ich habe hier oben immer gespielt. Ja. Aber noch cool. Auf jeden Fall. Sorry, die Kamera ist gerade abgekackt, weil ich bloß nur noch 2% habe. Ich habe mein Handy angesteckt, habe vergessen, das Verlängerungskabel zu aktivieren. Also da diesen Dings anzumachen. Diesen Schalter. Habe ich halt vergessen und deswegen habe ich halt nicht gecheckt, dass mein Handy am Anfang jetzt nur noch 20% hatte. Deshalb würde ich mal sagen, hier bin ich, AMK. Hallo. Oha, Digga, sieht aus wie mit meinem Pullover, mit meinen kurzen Hosen, wie so ein Gespenst. Auf jeden Fall, Digga. Hier, DDR-Funkturm stand hier mal. Ich betone mal. Weil der halt nicht mehr so gut intakt war und auch nicht mal funktioniert hat, wurde der halt abgerissen. Das war der Typ, der in dem Bagger saß, das war der größte Hund, den ich je kannte. Das war der größte Hund AMK und ich muss jetzt das Video beenden, weil jetzt kommen Leute und ich glaube, die wollen mich anzeigen. Kappa. Jo, auf jeden Fall bin ich jetzt hier gerade Bergfrieden AMK. Merkst du selbst, ne? Und ich glaube, mein Essen kommt gerade. Deswegen würde ich mich dann mal wieder die Cam einschalten. Ich werde euch jetzt mal hier kurz ein Bild einblenden, wie mein Essen war. And your body is swinging the world tonight. Moin, Herr Männer, ich fahr grad Fahrrad mit Handy, Alter. Mit einhändig, Digga. Ich muss irgendwie mein Handy halten, weil ich hatte eigentlich zu Hause in der Garage, hatte ich halt eigentlich so eine Handyhalterung mit halt vorne so hier draufstecken, aber irgendwie hab ich die mal irgendwo in Dresden oder in Freital, keine Ahnung. Wurde die mir geklaut oder sie wurde oder ich habe sie verloren. Was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. My home is in the moon, dread by the rules. Everything you tell me to do by you. Yo, also. Yo. Ich würde euch einfach mal kurz zeigen, was man alles im Leben erreichen kann, Digga. Ich fahr jetzt auf jeden Fall hier Lambo, Alter. Auf jeden. Auf jeden Lambo, Digga. Fahrrad am, ne? Ne, auf jeden Fall. Ich werde mal in einem Monat, 24. Juni, Juli, ist alles das gleiche. Also 24.07. Werde ich noch 100 Lambo mitfahren, Alter. Haben mir meine Eltern als Kindertag geschenkt. Fahr ich noch 100 Lambo mit, Alter. Auf Rennstrecke im Spreewaldring. Digga. Morgen kommt ein Video mit all den Dicken. AMK. Nee, also jetzt real. Morgen kommt ein Video mit Olli dem Dicken, weil ich morgen nicht in Prestowitz oder in Dresden bin. Oder in Freital, beziehungsweise in Sachsen. Sondern morgen bin ich in Schmutzlin, aka Berlin. Wo dieser hässliche Florian auf mich wartet. Weil das
der hatet Olli und wer Olli hatet, der kriegt's mit mir zu tun, Amina. Ja, und ich weiß nicht. Olli wird eine Kamera mal halten, wie ich dem Typ halt mal ein bisschen eine Ansage mache. Ich weiß nicht, ob der Typ überhaupt da ist. Aber der hat es auf jeden Fall angezettelt. Ich weiß es nicht jetzt warum. Aber wenn er es angezettelt hat, dann. Ja. Jetzt kommt ja kurz ein Auto, Amina. Nee, auf jeden Fall. Wenn es darum kommen sollte, würde ich mich natürlich gerne mal mit dem kloppen. Und ich muss jetzt hier berg runterfahren, Digga. Weil ich ja nach Hause muss, AMK. Und Digga. Was soll ich noch sagen? Warte, ich mach noch kurz, bis wir auf 3 Minuten sind. Sind wir nämlich dann insgesamt alle bei ungefähr bei 7 Minuten? Weiß ich jetzt nicht. Und 3 Minuten. Leute, bis morgen in Berlin. Ciao, ciao.